vordergründig geht es um Leute, die nicht so genau wissen, wohin mit sich. Es gibt da jemanden, der in den Harz fährt, weil es bei ihm zu Hause nicht so gut läuft und dort alte Freunde besucht. Es gibt jemanden, der um die Welt reist als Geschäftsmann, aber sich auch so ein bisschen entwurzelt fühlt. Es gibt jemanden, der ein Haussitter ist in einem riesigen Haus, in dem er sich nicht auskennt und auch nicht wohl und heimisch fühlt. Es sind immer so entwurzelte Charaktere, die gucken, wie sie mit ihrem Leben zurechtkommen sollen. Die Motivation, die Geschichten sind dann oft da. Ich könnte mir vorstellen, ich mag am liebsten die Autoren, die so ein Lebensthema haben, das sie immer, 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 immer wieder erzählen. Ich weiß noch nicht genau, was mein Thema ist, aber bei mir kommen oft diese Geschichten raus, die so ein bisschen düster sind, ein bisschen traurig vielleicht, wo Menschen sich ein bisschen verloren fühlen. Was das für Rückschlüsse auf mich zulässt, weiß ich nicht so genau. Aber beim Arbeiten gehe ich meistens von so Bildern aus. Irgendein Motiv, das mir gut gefällt, irgendeine Grundkonstellation. Und dann versuche ich das anzufüllen und langsam wird daraus eine Geschichte. Ich hatte nach meinem letzten Buch, als alles so fertig war und in sich geschlossen war, hatte ich auf einmal eine totale Blockade und habe gedacht, das ist fertig und das ist irgendwie schön. Wird man je wieder was Schönes machen können? Wird man je wieder was machen können, was sich so in sich geschlossen und dicht anfühlt? Und ziemlich lange war die Antwort darauf nein. Und irgendwann habe ich mich dann dazu gequält, eine neue Geschichte zu schreiben. An der habe ich echt lange gearbeitet. Das ist die Geschichte mit dem Jungen und Las Casas. Und an der habe ich wirklich, wirklich, wirklich lange gearbeitet. Es gibt etliche Versionen von der Geschichte, aber es war klar, ich muss jetzt irgendwann mich wieder dazu bringen, eine neue Geschichte zu schreiben. Und irgendwann war die fertig. Und die hat so ein bisschen den Ton angegeben für die restlichen Geschichten. Es ist eine Geschichte, die so ein bisschen düster ist, eine Geschichte, die vielleicht auch, in der es ein bisschen um Gewalt auch geht, in der es ein bisschen darum geht, Dinge kaputt zu machen, vielleicht auch Dinge aus Versehen kaputt zu machen. Und das hat mich interessiert. Ich bin normalerweise ein großer Kontrollfreak. Und in diesem Buch, das heißt nicht ohne Grund Monster, weil mir macht das auch ein bisschen Angst, weil ich nicht alles in dem Buch so 100% das Gefühl habe, unter Kontrolle zu haben.